Sind jetzt in dem Dorf angekommen. Olga ist gerade ein bisschen einkaufen. Und Olgas Fahrrad hat eben seltsame Geräusche gemacht und wir wussten nicht, woher es kommt. Und hier haben wir es jetzt gefunden. Die Schraube von dem Gepäckträger ist abgebrochen. Der Gepäckträger ist lose. Aber wir haben hier glücklicherweise noch genug Schraube übrig quasi, dass man sie jetzt mit einer Zange rausdrehen kann, denke ich. Und eine neue reindrehen kann. Ich gucke mir das jetzt mal an. Die Schraube war leider zu fest drinne. Ich habe sie nicht rausbekommen. Da hängt sie noch drinne. Wir haben jetzt quasi den Gepäckträger hinten an der zweiten Öse festgemacht, wo das Schutzblech mit dran war. So ist es bei meinem Fahrrad quasi auch. Und in dieser Öse steckt jetzt noch eine Schraube drin. Das vielleicht irgendwann mal versuchen zu regeln, wenn wir in irgendeiner Werkstatt oder sowas sind, ob sie die Schraube da rausbohren können. Ich glaube, es müsste ein M6-Gewinde sein, dass sie dann vielleicht ein M8-Gewinde reingeschnitten bekommen. Dass man da halt ja, quasi noch die Möglichkeit hat, falls die nächste Schraube jetzt auch wieder abbricht oder sowas. Ja, werden wir mal gucken. Vielleicht funktioniert es. Aber so ist es jetzt auch erstmal super. Genauso wie bei meinem Fahrrad. Nur Problem, dass da jetzt halt eine halbe Schraube drin steckt. Aber gut, nicht ganz so wild. Campingspot für heute. Am Grand Canyon. Hammer. Immer wieder für eine Überraschung gut, Kirgisistan. Hammermäßig, echt. Boah. Ah ja, genau, da hinten auch nochmal. Richtig krasser Ausblick auf die Berge. Einfach genial. Frühstück, Honigmelone mit Haferflocken und Rosinen. Morgen. Wir sind kurz hinter Kasaman. Das war mal wieder eine größere Stadt. Da sind wir gestern Abend reingefahren und haben ein bisschen was eingekauft. Hier jetzt, weiß nicht, 2-3 Kilometer hinter der Stadt, haben wir unser Zelt aufgeschlagen. An so einem alten Rastplatz oder sowas hier irgendwie. Aber ganz okay. Wir hatten keine Kräfte mehr weiterzufahren. Ja, es ging, oder es geht jetzt wieder bergauf. Kaldamo Pass, also da hinten geht's lang. Man sieht da schon wieder die Berge mit dem Schnee. Auf 3300 Meter geht's. Es sind von hier ungefähr 60 Kilometer. Das heißt, heute werden wir da nicht hochkommen. Wir werden ja, heute versuchen, irgendwie so weit wie möglich zu kommen. Vielleicht irgendwie 40 Kilometer oder so. Und morgen dann über den Pass rüberfahren und das ist dann erstmal der letzte Pass vor Osh. Es geht dann bis Jalalabad, ungefähr 100 Kilometer irgendwie, vermutlich die ganze Zeit bergab. Und von Jalalabad nach Osh sind es nochmal ungefähr 100 Kilometer und da werden dann nur ein paar kleinere Hügel irgendwie sein. Direkt neben der Straße hier begrüßen uns schon die LKW-Fahrer wieder. Also wir packen jetzt schnell unseren Kram zusammen und dann geht's weiter.
Abend. Unser Campingspot für heute. Wir haben knapp 40 Kilometer geschafft, so wie wir es geplant haben. Das heißt, morgen sind es noch ungefähr 17 Kilometer und gute 1000 Höhenmeter bis zum Pass. Heute haben wir auch 1000 Höhenmeter gemacht. Teilweise schon ziemlich steil, ziemlich anstrengend, aber auch wieder wunderschön. Jetzt hier hinten im Hintergrund seht ihr, es ist ein kleiner Bach. Ihr hört es vielleicht auch. Idealer Campingspot wieder. Richtig schön. Olga fängt jetzt gerade schon an zu kochen. Ich bin eigentlich gerade dabei, das Zelt aufzubauen. Essen wir gleich schön was, legen wir uns hin. Morgen geht's weiter. Da unten haben wir heute Nacht gezeltet, sind wir heute Morgen losgefahren, haben ganz gut was geschafft jetzt. Wir haben 10 Kilometer, gute 10 Kilometer, 6,5 Kilometer fehlen noch. Wir rocken das durch. Auf jeden. Guten Abend! Oh, geschafft für heute, 50 Kilometer und den Pass gemacht. Der letzte jetzt für uns, unser genau, vierter. Der vierte Pass in Kirgisistan. Und ja, wir haben irgendwie so gesagt, jetzt damit ist unser Training für den Pamir Highway abgeschlossen. Vier Pässe über 3000 Meter, der eine knapp 3000 Meter, aber die anderen dafür ein bisschen höher. Ziemlich gut. Echt, ich kann stolz auf uns sein. Ziemlich cool. War auf jeden Fall echt eine richtig schöne Strecke. Sind jetzt noch irgendwie 60 Kilometer bis Jalalabad. Oder? Ja, ne? Ja. Und irgendwie ja, ein paar Kilometern müsste dann der Asphalt anfangen. Also morgen werden wir da irgendwie gemütlich weiterrollen. Jetzt haben wir hier noch einmal einen schönen Campingplatz. Erstmal der letzte, irgendwie so richtig in der Natur. Ab Jalalabad wird das alles ein bisschen bewohnter und so weiter. Aber da werden wir auch irgendwie was Schönes finden. Спасибо, что мы сегодня, что мы могли здесь переночевать и за ваш прием теплый. Спасибо. Спасибо большое. Guten Morgen. Wir sind jetzt ja, bei Butterbeck. Wir haben ihn gerade ganz kurz interviewt. Richtig nett. Gestern einen tollen Abend gehabt mit ihm. Wurden irgendwie ganz spontan von ihm, von seinem Cousin eingeladen. Und haben gestern Abend hier zusammen gegessen, ein bisschen Wodka getrunken. Heute Morgen jetzt noch zusammen gefrühstückt. Richtig toll. War total unerwartet. Wie gestern Abend wollten aus Jalalabad rausfahren, einen Campingspot suchen und nach 5 Kilometern oder so haben sie uns hier auf einmal angehalten und uns direkt eingeladen. Richtig toll. Wir nähern uns jetzt Osch. Sind jetzt 63 Kilometer gefahren aus Jalalabad raus.
Michel ist noch kurz was zum Trinken holen, damit wir uns ein bisschen aufpushen. Aber es fährt sich eigentlich ganz gut. Bis daher irgendwie noch 15 Kilometer und dann schlagen wir unser Zelt auf und morgen früh fahren wir in Ost rein. Haben uns schon was ausgesucht, wo wir unterkommen. Organic. Einmal Saft mit Apfel, Aprikose und einmal Apfelbirne. Mmh. Welchen willst du? Apfelbirne. Oder Aprikose. Oh, kann man teilen? Vielleicht. Und? 30. Sehr gut. Weil die zuerst 50 haben. Habe ich gesagt 30. Sehr 30 gut. Som sind so 40 Cent oder ja. So ungefähr. 40 Cent, eine schöne Melone. Sehr gut. Gibt es noch was zum Frischdenk? Sehr schön. Geschafft. Also wir sind jetzt am Stadtrand von Osch, haben die beiden Jungs getroffen. Mögt ihr euch einmal vorstellen, bitte? Ich bin der André, ich komme aus Südostfrieden. Hi, ich bin Dominik, genauso. Österreich. Wir haben den Michael und die Olga, die kennen wir schon in einem Jahr. Also ich habe sie mitverfolgt, wie sie losgestartet sind. Da bin ich selber noch in Österreich gewesen. Und da haben wir unsere eigene Tour geplant und jetzt ist es ja schon was Besonderes, mit den beiden mitzufahren. Sozusagen unsere Helden. Haben eine Drohne dabei. Ziemlich cool. Thank you.
Hier haben wir unser Nachtlager aufgeschlagen. Ein Zelt, zwei Zelte, drei Zelte. Richtig genial. Mit so einem Ausblick hier auf die Berge. Hammergeil. Da unten ist der Fluss noch. Ah ja, da vorne sieht man ihn. Echt super Deluxe. Was sagst du dazu? Zu was? Zu unserem Campingspot. Bon Voyage. Die Olga, die kocht da gerade was super Leckeres für uns. Ich glaube, die Radfahrer sind sehr dankbare Kunden. Egal, was man zubereitet, ist das alles super lecker. Das stimmt auch, ja. Je anstrengender der Tag ist, desto sagen wir immer, boah, das schmeckt heute so gut. Ja, stimmt. Kurze Regenpause am Start. Eine kleine Regenschau. Glücklicherweise haben wir eben die guten Marillen gekauft. Das ist echt ziemlich geil. Lässt sich aushalten.
Boah. Oh, es ist richtig schlimm. Vor allem, das passiert in Sekunden und singt dir unheimlich. Ja, ist echt ziemlich crazy. Naturgewalt. Von da oben ist es runtergekommen. Sauber. Nee, sauber nicht. So, wir sind jetzt dabei, unsere Zelte aufzubauen. Olga kocht ein bisschen. Und der Tag war einfach so abgefahren. Wir sind jetzt direkt neben der Hauptstraße, hier fahren ein paar LKWs lang. Also diese drei Schlammlawinen, die wir da jetzt überquert haben, das war echt nochmal das i-Tüpfelchen. Heute Morgen sind wir da losgefahren, es war so mega schöner Sonnenschein, irgendwie geile Landschaften einfach. Ich habe nie irgendwie damit gerechnet, dass wir jetzt heute Abend hier irgendwie durch irgendwelche Schlammlöcher da irgendwie kämpfen müssen mit unseren Rädern. Einfach nur abgefahren. Es ist einfach so krass, was an einem Tag immer alles passieren kann. Unglaublich, echt. Also was würden wir nach so einem harten Tag nur machen, wenn die Olga nicht für uns kochen würde? Ja, es gibt gleich einen leckeren Nudelsalat. Und mit dem Teller von Nudelsalat, ich glaube, lässt sich noch besser die Erlebnisse von heutigem Tag besprechen. Oh, richtig geil. Dann schneidet sie die Zwiebeln. Und der Michel, der macht da jetzt, der baut das Zelt auf. Ja. Genau. Ich versuche es, die Heringe kommen nicht so richtig. Ach so? Ist das so? Ja, man muss ein bisschen gucken, dass man halt die richtige Stelle trifft. Ja. Ja. Herrlich. Ich weiß nicht, was da los ist, aber wir werden immer mehr. Fleißig am Werkeln hier, Fahrräder ausräumen, Zelte aufbauen, kochen. Ich baue auch das Zelt auf, nicht dass ihr denkt, ich laufe hier nur mit der Kamera rum. Einmal kurz, dass ihr dabei seid. Schön an so einem fetten Bach hier. Da oben ist der Pass, da geht es morgen die Serpentinen hoch. Für heute sind wir hier.
sind jetzt auch am zweiten Pass angekommen. Juhu! Yeah! We have done it! Pass! Two passes, one day! Wir haben jetzt vier wunderbare Tage mit dem Michel und mit der Olga gehabt, von rausgefahren. Und jetzt verabschieden wir uns leider. Gute Reise! Gute Reise euch auch! Tschüss! Tschüss.